Grüße für eine kurze Mitteilung zur Kammertonhöhe. Ich habe mehrmals mit der Musiktherapeutin Maria Schüppel über die Kammertonhöhe gesprochen und da sagte sie, dass der Kammerton eine Auswirkung auf den Pendelschlag des Gehirnwassers hat und dass die mittlere Kammertonhöhe 432 Hertz eine harmonisierende Wirkung darauf hat, also dass der Pendelschlag des Gehirnwassers so ausgeglichen und gesund ist, während ein zu hoher Kammerton einseitig nach oben drückt, was zu Verkrampfungen führt. Der Gehirnforscher Günther Haffelder sagte beim Kammertonsymposium 432 Hertz im Jahre 2013 sogar, es gibt keinen größeren Stressberuf als den des Musikers aufgrund der zu hohen Kammertonhöhe. Begründet hat er das damit, dass die Brücke zwischen den beiden Gehirnhälften, das Corpus callosum, auf 432 Hertz bzw. einer Unteroktav, das sind 3,375 Hertz, schwingt im gesunden Zustand und dass deswegen auch dieser Kammerton die Balance zwischen den Gehirnhälften herbeiführt bzw. begünstigt. Ebenfalls beim Kammerton-Symposium sprach Dr. Bodo Köhler über 432 Hertz im Zusammenhang mit der Grundtonbestimmung und Grundtontherapie. Und er sagte klar, dass die Grundtontherapie nur wirksam ist, wenn man vom A 432 Hertz ausgeht. Ausgangston für den Quintenzirkel ist C. Die Cs der Zweierpotenz entsprechen 432 Hertz im Reigen der reinen Primen. Der Biochemiker Dieter Bröers weist darauf hin, dass das Zusammenwirken von Hypophyse und Epiphyse einer Frequenz von 8 Hertz entspricht. Das ist ein C, eine Oktav unter der Hörbarkeit, also eine Oktav tiefer als 16 Hertz, also ein C der Zweierpotenz. Dies zu Äußerungen zur Heilkraft der Stimmung von den reinen Primen A 432 Hertz und C und den Cs der Zweierpotenz. Vielen Dank fürs Zuhören.